Kevin und Rico arbeiten in der Invitas Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Schneeberg. Eigentlich gelten die beiden als nicht ausbildungsfähig. Doch dank des bundesweit einzigartigen Projekts Praxisbausteine wird ihnen der Zugang zu beruflicher Bildung ermöglicht. Das Besondere an dem Projekt ist, dass ausgehend von den theoriereduzierten Berufen erstmalig kleine Bausteine entwickelt wurden. Diese Bausteine sind zertifiziert, werden in Theorie und Praxis vermittelt und die jungen Menschen erhalten ein Zertifikat, und zwar ein Zertifikat von der jeweils zuständigen Kammer. Derzeit werden 94 Bausteine aus 12 Ausbildungsberufen angeboten. Nicole Matzert bereitet Kuchen für das Samoka in Aue zu. Sie hat bereits einige Bausteine abgeschlossen. Das Zertifikat, das sie am Ende feierlich überreicht wurde, ist für sie allerdings mehr als nur eine Leistungsfeststellung. Wo ich den Abschluss bekommen habe, habe ich mich wirklich sehr gefreut. Und mir standen auch die Tränen in den Augen. Ich fühle mich wirklich sehr gut damit, weil ich sagen kann, ich habe das geschafft und ich kann jetzt auch draußen arbeiten. Talente finden und individuell fördern, egal ob mit geistiger oder körperlicher Behinderung. Die Praxisbausteine geben diesen Menschen eine echte Chance.